Wir kommen vom Sport zur Kultur. Krachmusik auf. Die schwäbische Kultband gastierte am 14. Mai im Kulturschuppen. Wir zeigen euch ein paar Ausschnitte aus dem Konzert und Auszüge aus dem Gespräch, das Uli Jung mit den Brüdern Köberlein geführt hat. Und das ging natürlich nicht ohne die üblichen kleinen Kabeleien zwischen den Zwillingen ab. Es ist rein Zufall gewesen, dass ich zur Musik gekommen bin. Es war eine Zeit, so Ende der 70er Jahre. Da habe ich mich eigentlich gar nicht so besonders für Popmusik oder Rockmusik interessiert mehr, sondern für andere Sachen von Musik. Aber da war diese Folk-Bewegung mit Liedern machen und so, Degenhardt und Reinhard May und wie sie alle hießen. Und das war die Zeit, da bin ich wieder zu Musik gekommen, habe dann selber Lieder gemacht und auf Schwäbisch angefangen mal zu gucken, wie das läuft, ob man schwäbische Songs machen kann. Das war ja damals noch nicht so üblich. Zur Musik gekommen bist, hat sie gefragt. Meine Mutter hat ab und zu gesungen, mein Vater hat Seehockey gespielt, so bin ich zur Musik gekommen. In der Jugendzeit hat man dann. Das Ding ist, da hat der Posaunist bezahlt, die Posaune Lehre bezahlt. Unsere Eltern haben das nicht selber können. Aber in der Stadtkapelle hat er angefangen. Hat er noch geübt, oben an der Bühne. Und einfach mal so Gefürze. Und irgendwann waren ein paar Töne zu hören und dann habe ich die Lust gekriegt. Auch Trompete gelernt. So hat es angefangen. Und dann ging es so wie in dem Lied vorher. Dann kam diese Soul-Musik. Und plötzlich waren wir ein bisschen gefragt. Also Zwillingsbrüder, die beide Blasen schon gespielt. War nicht gut für eine junge Band, für eine Schülerband. Abi geschafft, ich weiß nicht warum, in Ravensburg in der Bundesschule. Und dann haben wir irgendwie versucht zu studieren, dann sind wir hängen geblieben in Reutlingen in einem Volksschulstudium, Grundschulstudium. Da hat man Musik als Unterricht, als Hauptfach gehabt. Du hast studiert, ich werde Lehrer an Grund- und Hauptschulen, ja? Ich würde sagen, dass das unser Spektrum erweitert hat. Das Musikstudium. Aha, ja. Erst dann hat er vielleicht einmal, wo er schon ein bisschen Gitarre gespielt hat, und nebenher hat er vielleicht einmal ein paar Liedermacher gehört. Und dann sind wir erst an der Stelle, wo er meint, dass sein Musikinteresse erwacht sei. Dass ich als Band hier, als Grammusikow spiele, da bin. Im Schwabenland war man nicht bei der Aufstand. Da war man in Kurs und bei der Krieg. Gut, 400 Jahre sind schon vergangen. Ja, unsere Musik war nicht politisch motiviert. Wir waren in einer politischen Zeit und haben da zufällig gelernt, uns zu artikulieren, musikalisch. Das war einfach eine Zeit, das kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass da damals für Jugendliche nichts gab. Und hat seine Freiheit gefordert und sein Recht. Und endlich hat sie 12 Artikel aufgestellt. Auf freie Jagd und Fischfangen verdammt. Und freie Wahl vom Pfaff und freie Glauben und alles Recht, Waff zum Tragen. Also man hat so Protestlieder gemacht, so sozialkritische Themen angesprochen. Wahrscheinlich war die Zeit damals auch schon dafür nicht mehr da. Also das hat sich dann schnell gegeben. Wer erfolgreich sein wollte und weiterspielen wollte, sagen wir, in Clubs auftreten, der konnte da, kannst nicht mit politischen Liedern kommen, außer es gab schon ein paar Spezialisten, also, aber die haben auch nicht mehr lang gespielt, so Degenhardt, Mossmann und so, die sind dann alle in der Versenkung verschwunden. Thank you.
Das wievielte Krach Musikhof-Konzert ist denn das, was Sie heute besucht haben? Ja, inklusive Schweißfuß oder ohne? Also inklusiv gehört ja irgendwie zusammen, ne? Ja, eben. Also ich habe nicht nachgezählt, vielleicht 6. Wie hat es euch gefallen heute bei Krach Musikhof? Super, wie immer. Ganz besser. Und das wievielte Konzert ist das, das ihr besucht von Krach Musikhof? Das 100. Oder? Nein, gefühlt. Bestimmt. Aber wir schauen, wenn wir dagegen sind oder wenn gerade Musik aufspielt, dann schauen wir, dass wir unsere Wochenenden so planen, dass wir ein- oder zweimal im Jahr unseren Konzert. Seid ihr hier von Meckenbeuren? Nee, wir sind aus Oberschwaben und wohnen jetzt in der Nähe von München. Und kommt jetzt heute aber extra hierher? Ja. Vor ungefähr 25 Jahren haben meine Brüder mir zu unserer Hochzeit, das war das Highlight für unsere Hochzeit, haben meine 5 Brüder mir ein Stück von Krach Musikhof gespielt. Das ist absolut super. Deswegen werde ich immer noch dran denken. Und ich bin immer noch mit der gleichen Frau verheiratet. Also ein gutes Omen, Krach Musikhof-Band. Genau.